Jetzt im Jahr 2018, glaube ich, war ich vielleicht eine Nacht zu Hause. Ja. Am 2. bin ich wieder aus Dubai gekommen und am 3. sind wir vormittags nach Marbella ins Trainingslager geflogen. Also eine Nacht war es, ja. Sehr schade, dass Peter Voss schon nicht mehr da ist. Ich fand, er war ein sehr, sehr guter Trainer. Ich war sehr offen, einfach auch engagiert. Er hatte eine gute Spielphilosophie, sein Training war super. Die Ergebnisse haben einfach nicht mehr gestimmt. Da muss man versuchen, irgendwas zu ändern. Und das ist ein bisschen schade für ihn, weil ich hatte eine sehr hohe Meinung von ihm. Ob es jetzt bei Kloppo war oder bei Yogi, um seine Leistung bringen zu können, muss man einfach glücklich sein im Verein, muss man glücklich sein mit dem Trainer, man muss eine Einheit sein. Also macht man sich definitiv Gedanken, wenn dann ein neuer Trainer kommt, weil im Endeffekt ist das der Chef der Spieler so ungefähr. Man hat dann eine gewisse Abhängigkeit des Trainers als Spieler. Welches Spielsystem will er spielen? Setzt er auf einen, setzt er nicht auf einen? Das ist für mich gerade auch natürlich extrem wichtig. Meine ersten Begegnungen mit Peter Stöger waren noch im Jahr 2017, als ich noch meine Reha gemacht habe. War ich noch ein paar Tage in Dortmund, habe ihn kennengelernt, da hat er sehr, sehr viel zu tun. Deswegen habe ich nur zwischen Tür und Angel so ein bisschen mit ihm gesprochen. Und das Trainingslager hier ist ja ideal dafür, um dann auch das Trainerteam und den Trainer besser kennenzulernen. Ich bin bei der Mannschaft dabei, ich kann trainieren, ich kann spielen, freue mich auf das, was jetzt kommt. Es geht ja relativ zügig weiter, also wir fangen am 14.01. mit dem ersten Bundesligaspiel an und das ist auch mein Fokus und wir haben uns viel vorgenommen. Das ist eigentlich ein Muss für uns, dass wir Zweiter, Dritter werden, das ist definitiv unser Ziel und auch mein Ziel, um dann auch nächste Saison Champions League spielen zu können. Wenn man ganz ehrlich ist, dann war Mario immer komplett fokussiert und bemüht, aber durch diese schwere Erkrankung, das hat ihn natürlich noch ein Stück zurückgeworfen. Man sieht ja jetzt, dass er das überwunden, aber trotzdem ist ja noch jede Menge Luft nach oben. Wenn man weiß, wie er gespielt hat und er ist erst 25, also es ist nicht so, dass man jetzt sagt, er geht aufs Ende der Karriere zu. Aber man muss natürlich auch sehen, dass das in dieser Schwere und dieser Ausprägung, wie er das jetzt in den letzten Monaten durchmachen musste, das braucht auch Zeit. Und die Zeit hat er bei uns und bei uns mehr als bei jedem anderen Verein. Aber er selber muss auch wissen, und das weiß er, glaube ich, auch, dass er noch nicht den Level erreicht hat, wo wir jetzt das Gefühl haben, das ist seine absolute Top-Verfassung. Ich hatte das Gefühl, dass er gerade jetzt, bevor die Schalker ihn da von der Platte geputzt haben, dass er gerade da in so einer Aufschwungphase war. Er hat ja auch gegen Schalke das Tor gemacht. Und jetzt hat ihm das natürlich wieder ein bisschen zurückgeworfen. Aber am Ende des Tages muss er auch jetzt wieder dahin kommen, dass sein Spiel wieder etwas explosiver wird, dass er Tore schießt, dass er Tore vorbereitet. Denn Mario hat etwas, was ganz wenige haben. Man hat es jetzt im letzten Länderspiel auch gesehen. Der macht mit einem 3-Meter-Pass, macht er die ganze Abwehr auf. Das war einfach genial wieder. Aber was ihm jetzt noch fehlt, ist die Sicherheit, dass er auch wieder selbst ein Spiel auch mal alleine entscheidet. Es liegt an ihm selbst jetzt, diese letzte Schranke zu überwinden. Die Möglichkeiten hat er, weil es gibt auf diesem Planeten nicht viele Spieler, die mit so einem Talent gesegnet sind. Ich glaube, er ist auf einem sehr guten Weg, seine Balance zu finden. Gerade bei einem Verein, der ihn sehr schätzt, wie Borussia Dortmund. Es ist Gold wert für ihn, hier zu spielen und die Chance zu bekommen, jede Woche zu spielen, jede Woche an seine Leistungsgrenze ranzukommen. Und das ist für jeden Spieler, der lange raus war und der eine schwere Zeit hat, extrem wichtig, einfach die Minuten zu bekommen, um wieder an sein Level ranzukommen. Ich glaube, dass noch nie jemand weniger überfordert worden ist, als er jetzt in den anderthalb Jahren, die er bei uns ist. Auch speziell nach der Erkrankung, da haben wir ihn ja noch wirklich überhaupt nicht unter Druck gesetzt, bis heute nicht. Er muss für sich einfach jetzt das richtige Level finden, um so zwischen so einer Gelassenheit und trotzdem einer Fokussierung da so die richtigen, da kannst du einem Hilfestellung bei geben, am Ende muss das aber der Spieler auch selbst hinkriegen. Ich
Mario ist eigentlich immer jemand gewesen, der speziell gegenüber uns Journalisten durchaus vorsichtig ist, der seine Worte abwägt. Ich glaube, das hängt schlicht und ergreifend damit zusammen, dass er schon in ganz jungen Jahren einen riesigen Hype um seine Person erlebt hat. Und das führt bei ihm dazu, dass er dann vielleicht auch mal so einen rhetorischen Wall bestehend aus unverfänglichen Formulierungen um sich herum aufbaut. Ich würde ihn jetzt nicht als Phrasendreschmaschine bezeichnen. Da gibt es andere. Das ist an sich sehr, sehr schade, weil ich glaube, dass er, was sein Standing in der Öffentlichkeit bei den Fans angeht, eigentlich nur gewinnen würde, wenn er sich da auch etwas mehr zutrauen würde. Für uns war es in der Vergangenheit auch schwer erklärlich, warum das so gelaufen ist. Genialität ohne Sensibilität ist unmöglich. Zwischen Genialität, Sensibilität ist natürlich auch ein schmaler Grat, wo auch das Verrückte, das Wahnsinnige und damit eben auch das Angreifbare für einen selber nicht weit ist. In solchen Momenten treten Schutzmechanismen ein, wo ich ganz einfach auch glaube, Leistungssport ist Grenzbereich physisch, aber vor allen Dingen auch geistig. Und auf diesem Weg, mit dieser Geschwindigkeit, mit dieser Erwartungshaltung, tritt zwangsläufig ein Schutzmechanismus ein, wo natürlich möglicherweise die Leute ihn so wahrgenommen haben. Aber sie können ihn vorwerfen, was sie wollen. Es geht nur um ihn und das, was er empfindet. Und das muss er lernen, auch mit aller Härte zu demonstrieren, zu signalisieren, du bist du und alles andere spielt keine Rolle. Was generell die Medien betrifft, ist das sehr oft bei mir ein Gedanke gewesen, weil ich gesagt habe, das kann doch nicht wahr sein, es ist Blödsinn, es wird so viel Blödsinn geschrieben und so viel Blödsinn gesagt und gemacht, dass es absolut nicht nachzuvollziehen ist, dass es einfach nicht fair ist. Na klar, irgendwann hat man sich an den Gedanken gewöhnt und irgendwann hat man gesagt, es gehört dazu, es gehört zum Geschäft, ich gehe zur PK, ich mache meine Interviews, ich bin in diesem Alltag drin, man hat jeden dritten Tag ein Spiel, man ist so gut wie das letzte Spiel und das ist ja auch immer so ein Faktor, man ist immer so gut wie das letzte Spiel, dass alles sehr, sehr schnell geht, sehr kurzfristig ist und ohne wirklichen Hintergrund. Ja, ich habe das Training eigentlich seit dem ersten Tag mit aufgenommen, ganz normal. Es schlägt sowohl in die negative Seite als auch in die positive Seite aus. Und deswegen fühlt man sich manchmal ungerecht behandelt und manchmal denkt man, das ist zwar nicht die Wahrheit, aber schön, dass du es schreibst, so ungefähr. Es gab auch viele, viele positive Aspekte in unserem Spiel. Ich glaube, jeder Spieler, der sagt, mir ist das egal, der ist auch nicht zu 100% ehrlich zu sich selbst. Natürlich kann man es mit der Zeit immer besser einordnen und ich glaube, dadurch denkt man automatisch mehr über sich selbst nach und sagt, was ist für mich wichtig, anstelle von, was ist für die anderen Leute wichtig. Und was ist wichtig, dass die anderen Leute wissen und was nicht. Sechs Jahren Beziehung haben wir zum ersten Mal zusammen ein Shooting für eine Zeitschrift gemacht. Wir haben uns beide so gedacht, hey, das sind schon so lange zusammen. Warum haben wir vorher noch nicht so in der Art und Weise zusammen gearbeitet? Und wir haben uns dann halt gedacht, hey, wir machen zusammen viel Sport, wir ernähren uns gut zusammen, wir sind zusammen ein Team, warum machen wir nicht mal zusammen solche Sachen? Die Idee fanden wir beide gut und die Men's Health und Women's Health fanden es auch super. Super, 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 ja. Zwei, drei Übungen waren schon wild, aber war ganz cool, hat Spaß gemacht, war wirklich gut. Dann auch mit Ann-Kathrin zusammen, war wirklich cool. Wenn er sich hochdrückt, dann machst du die zweite Position. Aber ist schon okay, genau. Wir haben vorher die Übung per E-Mail bekommen und wir sollten halt schauen, ob wir das miteinander hinkriegen. Und wir haben halt vorher gedacht, okay, komm, wir üben nicht. Lass einfach vor Ort schauen, ob wir es packen oder nicht, sonst machen wir halt was anderes. Aber ich glaube, dadurch, dass Mario einfach viel mehr Kraft hat als ich, hat er mich halt die Hälfte der Zeit immer gestützt und irgendwie haben wir uns dadurch geschummelt und zum Glück musste man die Übung ja auch nur ein-, zweimal machen. Meine Stärke ist es nicht, auf dem Punkt so zu performen, wie der Fotograf das gerne hätte oder den Blick anzuwenden oder was auch immer zu machen, weil es eben auch nicht gang und gäbe ist. Also es kommt ja nicht jetzt so oft vor, dass man das macht. Und deswegen finde ich es aber auch einerseits immer ganz gut, sowas auszuprobieren und zu machen.
für das eigene Ego liest man es nicht gerne, wenn man hört, hey, du profitierst von deinem Mann, du kannst ja eigentlich gar nichts. Das ist fürs eigene Ego ist es nicht schön, aber ich weiß ja, was ich kann, ich weiß, was ich schon erreicht habe und ich weiß auch, weshalb mich die Kunden buchen, was sie an mir schätzen. Von daher weiß ich, okay, auf der professionellen Seite bekomme ich mein gutes Feedback und was dann die Medien schreiben, da weiß ich, die Leute wollen es halt auch einfach teilweise lesen. Das ist eine Spielerfrau, die ist nicht so helle, die hat nicht ihren eigenen Kopf, ihren eigenen Weg und von daher weiß ich, das wollen die Leute lesen und dann können sie es auch schreiben. Also ich habe da eine kleine Mauer aufgebaut für mich. Meine Eigenständigkeit ist mir extrem wichtig. Ich habe mit 14, 15 schon selbst angefangen, neben meinem Abitur oder neben der Schule zu arbeiten, einfach weil ich auch von meinen Eltern unabhängiger sein wollte und nicht immer ständig nach irgendwas fragen. Man weiß nie, wie lange hält eine Beziehung, macht der Partner mich so glücklich und ich habe halt schon früh gemerkt, dass mein Job für meine eigene Zufriedenheit einfach sehr wichtig ist. Strecken die Arme an, Katrin, strecken die Arme, ja genau, super. Rumpf anspannen an, Katrin. Ich glaube, dadurch, dass Mario selber schon viele Shootings gemacht hat, weiß er, okay, da ist ein Team von 20, 30 Menschen. Das ist einfach professionell. Alle arbeiten auf ein Ziel hin und dann hat er keinen Grund, eifersüchtig zu sein. Zum Glück, also ich bin froh, weil sonst hätte es mich in meinem Beruf sehr eingeschränkt, weil ich nur mal in der Sparte Unterwäsche und Bikini schon immer arbeite. Und ich glaube, hätte er gesagt, hey, ich möchte nicht mehr, dass du das machst, dann weiß ich halt nicht, in welche Sparte ich mich dann hätte entwickeln können, was noch zu mir gepasst hätte. Ich habe da eigentlich meinen Frieden mit, was das betrifft. Also klar, es ist so, wir haben auch eine Entwicklung genommen über die Jahre. Also am Anfang war es natürlich noch so ein bisschen sicher, muss das jetzt sein. Und da gab es auch natürlich gewisse Themen, wo wir dann drüber geredet haben, weil ich es auch einfach nicht so in der Form kannte. Und mittlerweile ist es wirklich so, dass ich sage, ich respektiere total, was sie macht und habe dazu 100%iges Vertrauen zu ihr und finde es einfach gut, dass wir uns über diese Themen dann austauschen können. Für mich persönlich ist Social Media, Instagram, die Plattform ein sehr, sehr spannender Bereich, den ich gerne zeigen möchte. Man hat einfach eine Möglichkeit, auch außerhalb von den externen Medien und von dem Fußballbereich einfach mal auch selbst irgendwas zu gestalten. Und das finde ich gar nicht so schlecht. Was ich in dem Zusammenhang oft nicht verstehe, ist, das gilt aber nicht nur für Mario Götze, sondern für viele, dass viele ja, wenn ich ihre Social Media Aktivitäten anschaue, sich dann nicht zurücknehmen, sondern da permanent präsent sind bei allen möglichen Aktivitäten, die sie machen. Ich kann nur sagen für mich, dass ich am besten damit lebe, wenn ich mich auch zurückziehe, wenn ich nach dem Spiel, was ich kommentiert habe, mich nicht noch permanent reflektiere über das, was mir irgendwer schreibt oder irgendein Follower auf Facebook, Instagram etc. auch noch als Feedback gibt, weil ich dann nie rauskomme aus der Gedankenspirale. Viele von diesen jungen Spielern sind permanent aktiv und posten alle möglichen Bilder, die wieder Reaktionen hervorrufen, die sie sich anschauen. Und ich denke immer, warum machen sie das? Weil sie überhaupt keine Chance sich selbst geben, sich mal zu befreien davon. Sie sind ja sowieso dauernd von Kameras verfolgt und werden als Interviewgast angefragt etc. und müssen eh schon viel machen in der Öffentlichkeit. Das Bild von Mario ist ja teilweise in der Öffentlichkeit auch anders, als er dann wirklich ist. Ich habe ihm mal gesagt, er ist auch ein bisschen selber schuld, wenn ich natürlich Fotos von Yachten sehe oder im Urlaub mit der Freundin. Da vermittle ich natürlich schnell den Eindruck, der amüsiert sich. Dabei ist er ein unglaublich akribischer und fleißiger Mensch. Sehr nachdenklich, sehr interessiert. Er ist aber auch ein junger Mensch, ja, und man braucht da seine Zeit auch, um seinen Weg zu finden. Und das ist gerade bei den jungen Spielern enorm schwer, wenn man sich überlegt, wie viele Einflüsse dort auf einen wirken. Wunderbar. Jeder hat seine eigene Vorstellung von dem, was er gerne zeigen würde. Also ich persönlich sehe es so, wenn man den ganzen Feed betrachtet, also alle Bilder, die man postet, und da sind dann 99 Bilder mit Fußball und mit privaten Sachen und dann ist ein Bild, wo es im Urlaub ist, auf der Yacht, und das ist dann das, was bleibt. Im Endeffekt ist einem das nicht so zu 100% bewusst. Manchmal vergisst man so die Macht dieser Bilder oder dieser Aussagen, weil jeder interpretiert es anders und vielleicht bleibt von 100 Bildern eins hängen und dieses eine ist dann eben, was einem gerade nicht persönlich gefällt. Und es ist auch eine schwierige Thematik in der Hinsicht. Aber ich würde es definitiv wieder so machen, weil es eben genau mich betrifft. Ich habe da Urlaub gemacht, ich bin dort, dass halt dann nur dieser Part aufgegriffen wird. Das ist dann eben so, ich weiß, wie ich bin und ich will mich da auch nicht verstellen. We'll be right back.
selber bin kein Fan von Instagram und Facebook. Gibt mir nichts. Eigentlich müsste ich den Bezug dazu haben, hab's aber nie ganz verstanden, was jetzt das Besondere daran ist, mein Leben so toll darzustellen, wie es nur mir eben möglich ist. Bei meinem Bruder verstehe ich es, weil er ja einen Kanal hat, um mit seinen Fans in Verbindung zu treten. Und das finde ich auch gut, aber ich finde, dass das auch ganz, ganz viel dazu beiträgt, wie dieses ganze Star-Sein sich auch entwickelt hat. Ich meine, früher war es so, da ist ein Basler, ein Elber und sonst irgendwer, die sind irgendwo in eine Kneipe gegangen, haben sich auch mal ein Bierchen reingestellt. Wenn das heute ein Spieler machen würde, die würden den ja in der Luft zerreißen und es würde innerhalb von 2 Minuten bei 3 Zeitungen auf dem Tisch liegen und es wären 5 Internetforen zu sehen, dieses Bild, wie Mario oder wer auch immer ein Bier trinkt, so ungefähr.